herzlich willkommen zu einem neuen Video. Mit dabei ist heute wieder der liebe Epic. Ich hab dich verloren hier. Hallo. Moment mal. Und wir saßen gerade schon in zwei süßen Bötchen, denn heute geht es ganz cool weiter mit Water. Und zwar bauen wir, Dankeschön, einmal ein Mädchenfloß und ein Jungsfloß. Ja. Und wir werden gucken, wer das coolere Floß am Ende hat. Und das Wichtigste ist natürlich, dass ein Floß schwimmen kann. Ja, deswegen muss es am Ende auch schwimmen können. Oh. Und wir machen noch, warte, wir machen das in einer kleinen Challenge. Wir gucken am Ende, ob es auch wirklich schwimmen kann, okay? Ja. Das heißt, du darfst davor nicht ausprobieren. Das Floß, das nicht schwimmen kann, das verliert sofort. Ja, okay. Dann würde ich sagen, wir können direkt starten, wenn du möchtest. Um einen Floß zu haben, brauchen wir ja erstmal so eine Art Struktur. Ich würde sagen, bleiben wir entweder traditionell bei einem viereckigen Floß oder wir machen was Rundes, dachte ich mir eigentlich. Oh. So, ich bereite aber erstmal die Grundlage vor und dann gucken wir weiter. Okay, wartet mal. Ich habe jetzt hier diese Floater. Damit können wir jetzt erstmal das Grundmodell sozusagen bauen. Und ich glaube, ich mache es so. Oh, es ist jetzt eine gute Frage. Nee, ich glaube, ich mache es doch eins über dem Wasser. Also nicht eins über dem Wasser, sondern mit dem Wasser. Ich mache jetzt erstmal mein Floß, ja. Wie wird denn dein Floß aussehen? Wird es groß, klein? Wird es sehr so du sein? Wird es sehr... Es wird, weiß nicht. Heißt hier fünf breit auf jeden Fall sein. Fünf breit? Eins, ja. Zwei, drei, vier. Meins ist auch gerade fünf breit, oh. Tatsächlich. Hey. Ich will meins nicht allzu groß machen, allerdings will ich es trotzdem sehr girlyhaft so machen, also meinem Stil girlyhaft, sag ich mal. Deswegen brauche ich trotzdem ein bisschen mehr Fläche einfach. Vielleicht mache ich es... Oh, vielleicht... Ah, doch, komm, ich mach's rund. Ich mach's rund, weil dann habe ich mal was anderes. Dann geht es mich so in die Breite und dann kann ich da auch wieder was Cooles machen. Ich könnte ja sogar ein Haus raussetzen, ne? Stimmt. Mhm. Ich weiß auf jeden Fall, wie ich mein Segel schon mal bauen werde. Das wird sehr doll cool aussehen. Oh, du machst ein Segel, ja. Ja, stimmt. Ja, ja. Okay. Oder vielleicht mache ich auch... Oh. Vielleicht bin ich auch keine Segel. Oh, also ich weiß noch nicht, was ich genau mache, aber ich glaube, ich mache es ein bisschen traditionell und halte Holz schon drauf. Also ich mache Holz und dann gucke ich mal. Oder mache ich was ganz anderes? Oh, ich mache beides. Vielleicht gucke ich auch noch. Oh, ich könnte auch einfach eine fliegende Sand, also nicht fliegende, eine schwimmende Sand... Ein Sandfloß machen. Das wäre ja auch voll cool. Hä? Das wäre voll cool. Ja, ich bin gespannt. Nein? Ich kann auch erstmal mit Pink gucken. Ich schau mal, was das Pinkes alles gibt. Nicht, oh nein, das ist nicht so, wie ich wollte. Okay, also meine Holzfassade steht. Ich muss sagen, es ist schon klein irgendwie, ne? Man kann jetzt ja nicht so wirklich drauf was bauen. Also ich könnte was bauen, aber alles, was ich haben würde, wäre halt schon relativ groß dann. Ich könnte auch ein... Ach, ich könnte auch ein Haus draufbauen. Ich glaube, ich habe eine coole Idee. Ein ganzes Haus? Nein, nein, ich mache was anderes sozusagen. Aber ich mache ein Haus sozusagen, ja. Lassen wir es mal so gesagt. Okay. Ich sehe denn hier? So. Oh nein, was baue ich denn hier? Was baust du denn? Oh, ich will hier Ruder bauen. Beziehungsweise Ruder. Paddeln, aber Ruder will ich auch bauen. Das ist ja lustig. Also ich mache jetzt so ein Dach hier. Und zwar mit so Fans. Also man hat nur so eine Art... Eine Überdachung, sagen wir es mal. Aber es ist mir noch nicht so... Also es sieht halt alles gerade sehr holzmäßig aus. Ich möchte auf jeden Fall noch ein paar... Oh, ich könnte auch so ein... Ah, ich liebe ja so Gräser, ne? So Gräser und so Lianen und alles. Das finde ich sehr cool. Ah, vielleicht mache ich da auch noch irgendwas. Ich weiß es noch nicht so ganz. So, ich habe mich jetzt für ein rosanes Blütendach entschieden. Das sieht so ein bisschen aus wie so Kirschblüte eigentlich. Ich muss mal gucken, wie ich das jetzt irgendwie hier rund bekomme. Also ich muss sagen, ich habe noch nicht so eine richtige Vision, aber es ergibt sich langsam. Machst du denn, also kann man bei dir denn drauf leben und wohnen? Kann man da eine kleine Küche hinstellen oder irgendwie sowas? Nein? Sehr, 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 sehr Das heißt, da kommt einfach nur ein Bett drauf oder irgendwie oder so? Oder ja, nicht mal? Ich mache einen Anhänger hinten dran. Ein Anhänger? Das ist eine gute Idee, das mache ich. Da musst du aber dann gucken, dass der auch mitschwimmt, ne? Ja, ja. Sonst gibt es da auf jeden Fall fette Minuspunkte für dich. So, ja, also mein Dach ist definitiv nicht symmetrisch. Also ganz definitiv nicht. Oh Gott. Jetzt ist es symmetrisch, glaube ich. Und es sieht ganz cool aus. Sehr gut. Ich bin sehr gespannt. Ja, okay, ich mag's. Ich habe es auf jeden Fall hier angebaut. Das kann ich dir schon mal sagen. Ja. Also, wenn du, ganz kurz, wenn du in diesem Quadrat, was wir hier haben, oder Rechteck,
noch einen Anhänger dran machen kannst, dann ist dein Floß sehr klein. Weil mein Floß ist fast so groß wie das Ganze. Also, nee. What? Nee, nicht so groß. Aber ist schon größer, würde ich sagen. Okay. Ist schon auf der größeren. Oh, ich hab so. Oh, ich mache ein richtig cooles Detail hin. Oh, das wirst du lieben. Oh. Und ihr auch. Aber ich will es nicht laut sagen, weil sonst kann der Epix nachmachen. Ey! Aber ich kann schon mal euch zeigen, dass man hier auf jeden Fall. Vielleicht machen wir sogar aus diesem. Oh. Kann ich das nicht daraus so ein machen? Sprungbrett, das nein, ist eine Idee. Nein, ist kein Sprungbrett, wirklich nicht. Mhm. Geht aber in dieselbe Richtung. Oh, so eine Treppe nach unten. Ja, oh Mann. Okay, also, wir sind einen Schritt weitergekommen und ich bin jetzt gerade an den, wie heißen sie nochmal, an den, hier, wie heißen sie denn, diese Dinger, die Segel, genau. Okay, also, mit den Segeln bin ich gerade beschäftigt und die wollte ich jetzt hier mit dem Fan so erweitert irgendwie machen. Ich dachte irgendwie an so vier kleine Segel, aber ich muss sagen, ich habe gerade gar nicht im Kopf, wie ein Segel aussieht, was nicht so nice ist. Du machst die Segel mit Zäunen? Ja. Okay, das ist interessant. Also, ich weiß, wie sieht denn gerade ein Segel aus? Ah, oh, vielleicht muss ich das auch hier so ein bisschen weiter, weil ich glaube, ein Segel, das ist ja so, ah, warte mal, es gibt ja verschiedene Schiffe. Ach, ich weiß nicht. War die schon mal segeln? Ich war noch nicht segeln, also ich weiß es einfach nicht. Wir machen es einfach mal so, wie ich es gerade denke, wie ein Segel aussieht. Also ich könnte mir vorstellen, dass es so ein bisschen im Wind flattert und dann könnte ich vielleicht ja so eine Art Segel haben, wenn ihr wisst, was ich meine. Vielleicht so. Ja, ich versuche das mal so ein bisschen. Das sieht nicht aus wie ein Segel. Was ist das? Was du denn da bitte schön? Weiß ich nicht. Einen Flügel baue ich gerade. Auch okay. Okay, ich habe es jetzt nochmal ein bisschen abgewandelt. Ich habe auch nochmal mit Epic gesprochen. Und ich glaube, ich habe das Ganze so ein bisschen gerade verwechselt mit so einem Segelsurfer oder sowas. Da sieht das Segel, glaube ich, ein bisschen anders aus. Das sieht nicht schön aus. Das sieht so überhaupt nicht schön aus. Ich versuche es jetzt hier so ein bisschen zu machen wie so ein Segel von einem Piratenschiff. Ich glaube, das ist ja am einfachsten erklärt. Aber man muss auch sagen, eigentlich Flöße haben auch gar kein Segel. Flöße haben kein Segel? Nee, die haben nur zwei Paddel. Die haben nur zwei Paddel? Ja, einen Floß. Das heißt, ich bräuchte eigentlich kein Segel. Sagst du mir das jetzt? Aber ich kann dir schon mal sagen, ich habe auf jeden Fall Segel gebaut und nicht nur eins. Also Leute, ich muss mal ganz kurz sagen, ich habe jetzt hier mal das Segel da und sieht absolut hässlich aus. Glaube ich. Obwohl es geht, aber es sieht halt so unnötig aus. Sagen wir es eher so, es sieht halt maximal unnötig aus. Naja, aber ich glaube, ich lasse es. Es sieht lustig aus. Und ich glaube, ich mache noch ein ganz kleines Segel doch hier hinten hin. Dann habe ich wenigstens so ein bisschen eine, ja, so ein bisschen irgendwie so ein Konzept dahinter. Ja, also, ha, ne? Das kann man machen, muss man definitiv nicht machen. So, jetzt geht's an das Floß. Und zwar möchte ich auf jeden Fall noch irgendwas Cooles hier haben. Also eigentlich, okay, fangen wir erstmal mit dem Wichtigsten an, mit dem Steuerrad. Weil ohne das Steuerrad kommen wir nicht weg und dadurch, dass wir, ich muss sagen, ich habe es irgendwie ein bisschen falsch gebaut, aber ist jetzt nicht so schlimm. Wir können ja hier aus dem Wasser hochsteigen und wir könnten hier dann das hier so, ne, da kann man dann auf jeden Fall das machen, das Floß steuern. Dann würde ich gerne noch auch vielleicht. Also ich muss sagen, das mit diesem Schwimmding, also mit diesem Sprungbrett, hört sich ja schon ganz lustig an eigentlich, ne? Ja. Aber sieht das schön aus, ist die Frage. Das passt bei mir irgendwie gar nicht drauf, muss ich sagen. Ich glaube wegen dem, ja jetzt wird es drauf passen. Nee, das sieht zu groß. Das sieht überdimensional aus. Nee, dann machen wir was anderes. Ich überleg mal. Und Katja, mein Jungsfloß ist tatsächlich tipptopp cool. Fertig. Also es sieht sehr, sehr gut aus. Ja. Und alles müsste auch schwimmen. Ich habe es natürlich noch nicht getestet. Nee, darfst du ja nicht. Aber ja, es müsste gut klappen. Und ich glaube, damit soll ich locker gegen dich gewinnen. Okay, ich bin gespannt. Ich habe jetzt auf jeden Fall schon mal einen Schlafplatz hier. Und ich möchte unbedingt auf meinem Floß leben und auch essen können. Deswegen, es kommen auf jeden Fall noch ein paar kleine Sachen dazu. Ich werde mich jetzt erstmal an so einen kleinen Küchenblock hier ranmachen. Ja, eine Küche sieht halt schon sehr random. Hast du so richtige Möbel bei dir drauf oder gar nicht? Also, ich kann dir sagen, ich habe natürlich Sonnenstühle. Sonnenstühle? Ich habe Tische. Bürostühle.
Ich habe eine Bürostühle. Küche. Ja, und dann noch ein paar andere Sachen. Okay, hört sich interessant an. Ich bin gespannt. Und Leute, ich bin fertig. Ich habe noch so ein paar kleine Features hin gemacht. Ich wollte eigentlich... Hallo. Guck nicht. Hey, nein. Wir machen es anders, okay? Warte, ja. Ich sag's dir gleich. Und zwar, zum einen wollte ich eigentlich noch eine Farm hinmachen. Habe ich nicht hinbekommen, aber wäre eine gute Idee gewesen. Ja, ich hatte die Idee, wir könnten es so machen... dass wir einfach jetzt sozusagen hier unsere Abtrennungen, also hier das Rosane und bei dir das Blau wegmachen und einfach gegenseitig rausfahren und dann können wir sehen, wie es aussieht. Aber wollen wir nicht nochmal gucken, wie es jetzt aussieht, falls nicht alles stimmt. So klappt, wie es soll? Ah ja, hast recht. Na gut, dann kommst du jetzt mal rüber. Ja, ich komm rüber. Hallo und ich drehe mich um, Katja. Du kannst dir mein süßes Floß ansehen. Wow, was hast du denn da gebaut? Das ist mein Premium-Girly-Floß. Oh, weißt du, was sein könnte? Was? Dass es zu schwer ist. Oh nein. Wow, das sieht aber so gut. Ja, darüber habe ich jetzt nicht nachgedacht. Also zum Fliegen, aber zum Schwimmen? Es könnte auch zu schwer sein, dass die Floater nicht das hochdrücken können. Oh, stimmt. Das sieht aber so cool aus. Gell? Das hast du. Oh nein, das sieht viel besser aus als meins. Guck, wie cool. Man hat hier sogar eine Schaukel. Man hat hier einfach so eine Hängematte. Mathilde. Oh, das sieht ja... Oh, hier. Man schaut in die andere Richtung. Ja, ich habe es aus Versehen falsch rum gemacht. Weil hier ist der... hier kann man aus dem Wasser dann hochkommen. Ah, das ist so gut. Mir gefällt das super, super doll gut. Ach, also ich muss sagen... Im Vergleich zu meinem sieht es echt ein bisschen... Ich guck mal zu dir. Ich komm mal jetzt zu dir. Mal gucken, wie deins mit deinem Anhänger noch aussieht. Ich habe alles miteinander verbunden, dass es während der Fahrt natürlich mitkommt. Du kannst dich umdrehen. Und? Was ist das? Was? Warte mal, warum sind hier so viele Bienchen? Das sind die Überwachung. Warum hast du eine Rakete? Ja, natürlich. Oh, epic, warte mal. Du hast ja gar nichts auf deine Floater drauf gemacht. Das heißt, du, das verstehe ich jetzt nicht so ganz. Du gehst sozusagen direkt, ich verstehe. Nee, ich verstehe es doch. Okay, und dann hast du hier das. Ja, hier die, sind die Paddel. Oh, die Paddel sind cool. Und hier cool. Kann man natürlich so ein bisschen Minecraft spielen. Was ist das hier? Das Ruder hinten. Das Ruder. Das man entscheiden kann, wohin die Heizung. Hier haben wir den Anbau. Hier haben wir natürlich noch extra Siegel. Und als ob das alles mitkommt bei dir. Kein Wunder, dass du das nicht machen wolltest, wie ich es machen wollte. Ja, gut, wir gucken mal. Wir machen mal bei uns die Kreise hier weg oder die Vierecke und dann geht's los. Dann würde ich sagen, versuchen es mal hier zu... Oh, ich kann tatsächlich... Oh mein Gott! Die Rakete, stimmt. Epic, bei mir kommt alles mit. Oh mein Gott, das ist cool. Schau mal. Ich oh mein Gott. Schwimmen. Oh Gott, okay, warte mal. Ich gehe jetzt mal ganz kurz hier wieder. Oh, nee. Ich lasse einfach mal ganz kurz hier. So langsam. Mein ganzes Floß wiegt 90 Kilo. Und 90, meins wiegt, ich komme gerade irgendwie nicht auf meinen, also ich kann gerade irgendwie nicht auf meinen... Auf mein Steuerrad zu greifen. Warum auch immer. Aber das ist ja so cool. Und ich finde mein Floß richtig nice. Das aber Leute, sieht sehr gut aus. Ihr könnt mal in die Kommentare schreiben, welches Floß euch besser gefällt. Mein Mädchenfloß oder Epics Jungsfloß. Ja, die Rakete-Set. Ich muss sagen, mir gefällt dein Floß sehr gut, aber es sieht halt schon sehr krass aus. Das also, oh, es ist halt super groß. Mit den, nicht Raketen, sorry, mit den Kameras und allem. Ja, mit den Drohnen da oben. Meins ist sehr klein und fein, aber ich mag's sehr. So, das war's mit dem Video. Wenn es euch gefallen hat, dann lasst doch einen Daumen nach oben da. Schaut beim Epic vorbei. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Tschüss. Tschüss.